Ich bin der Flavio Schala vom Unternehmen Fokus Strategie GmbH. Ich gebe Online-Nachhilfe in Luzern und Umgebung, und zwar in der Mathematik. Das mal, wenn wir die Wurzel von 3 bestimmen, stellen wir uns auch hier ein Rechteck vor, mit einer bestimmten Höhe und Breite. Miteinander multipliziert soll das 3 geben, also a mal b gleich 3. Wir übertragen die Höhe a in die Breite auf und erhalten hier oben a plus b, also die Breite a plus b. Die teilen wir in 2, das ist unser m. Das heisst, im zweiten Schritt haben wir da m gleich a plus b Zweitel. Wir zeichnen hier einen halben Kreis, teilen natürlich den Radius, also die Hälfte von a plus b ist hier der Radius, das heisst r gleich m. Wir ziehen dort die Linie von unserem Initial, also von unserem Anfangsrechteck gerade auf. Da haben wir einen rechten Winkel bis zum halben Kreis und verbindet den Schnittpunkt beim halben Kreis hier oben mit unserem Mittelpunkt. Das ist unser Radius. Hier oben erhalten wir Folgendes. Die Höhe c, sobald wir die in die Breite übertragen, entsteht ein Quadrat mit Höhe und Breite c. Der Flächeninhalt von dem Quadrat ist c Quadrat. Das ist gleich 3. Und 3 ist am Anfang a mal b gesehen. Um auf die Wurzel von 3 zu kommen, verwenden wir das rechtwinklige Dreieck so, dass wir die Wurzel von 3 so schnell wie möglich finden. Das heisst, wir wissen hier, dass das gesuchte c ein bisschen kürzer ist als r. Und ein bisschen kürzer als r ist es eben dann, wenn a und b nahe beieinander sind. Und sonst kann man das kurz aufzeichnen, was, wenn zum Beispiel a 1 ist und b 3. Und was passiert, wenn a zum Beispiel 2 ist und b 1,5? Ja, also das sehen wir schon relativ schnell. Wir können es auch kurz zeichnen. Dann haben wir da 1, 1 und 3. Ja, also Höhe 1, Breite 3. Wenn wir das hier übertragen, dann ist die Mitte hier. Wir zeichnen das so auf, ziehen die Linie gerade nach oben und wir sehen, hier haben wir R und hier haben wir C. Wir zeichnen jetzt das etwas anders. Wir erweitern hier die Höhe um 0,5. Dann haben wir hier 1,5 zum Beispiel und Breite 2. Wenn wir jetzt die Höhe in die Breite übertragen, dann ist unser Mittelpunkt Dann ist unser Mittelpunkt 1,5 und 2, das müsste etwa so aussehen. Dann ist unser Mittelpunkt hier ganz nahe beim, also wenn wir hier einen halben Kreis zeichnen, unsere Linie hier gerade aufziehend und die mit dem Mittelpunkt verbindet, dann ist das in dem rechtwinkligen Dreieck ist c näher am r als hier oben. Das heisst, wir müssen hier weniger Wert ausprobieren, bis wir zur Wurzel von 3 kommen. So, wir verwenden gerade die beiden Werte und dann sehen wir, wie schnell wir eigentlich zur Lösung kommen, wenn wir eben a und b nicht beieinander wählen. Wir haben 1 ist 1 und 3, wir haben 1 ist 1,5 und 2. Wir nehmen den Wert 1,5 und 2, berechnen mit dem unser m. Wir berechnen unser m, das heisst a plus b Zweitel gleich 1,5 plus 2 Zweitel. Und das ist wiederum 3,5 Zweitel. Und das ist wiederum 1,75. Und das ist gleich r. Jetzt setzen wir hier oben ein, ci. Ci im Quadrat soll 3 ergeben. Wir wissen gleichzeitig, dass unser ci leicht kleiner ist als r. Jetzt haben wir 1,75 als ersten Wert, beziehungsweise als Obergrenze. Wir setzen dann mal 1,7 ein und schauen, wo wir hinkommen.
Dann haben wir hier 1,7 im Quadrat. Das ist gleich 1 plus 0,7 mal 1 plus 0,7. Und das wiederum ist 1 plus 0,7 mal 2. Und das ist wiederum 0,49. Das heisst, wir haben jetzt hier 2,4 plus 0,49 und das ist 2,89. Jetzt sind wir schon relativ nah bei 3, also bereits beim ersten Versuch. Wir merken, wir müssen jetzt unser C etwas erhöhen. Also wir gehen mal schauen, was passiert, wenn wir vielleicht mit 1,71 rechnen. Dann haben wir hier 1,71 im Quadrat. Was gibt das? Das ist 1 plus 0,71 mal 1 plus 0,71. Und das geht wiederum 1 plus 0,71 mal 2 plus 0,71 im Quadrat. Das ist 71 im Quadrat ist gleich 71 mal 71. Das ist gleich 70. Schreiben wir das schon da. Und dann einen auf. Das ist gleich 70 plus 1 mal 70 plus 1. Und das ist wiederum 7 mal 70. Was gibt das? Das gibt 490. Das heisst, wir haben hier 4900 plus 2 mal 70 plus 1. Und das ist 4900 plus 141. Das gibt 5041. Jetzt haben wir hier 5041. Also wir haben ja 0,71 im Quadrat. 0,71 im Quadrat ist nichts anderes als 71 geteilt durch 100. Und oben und unten ins Quadrat nehmen. Dann haben wir oben eben den Wert 5041. Und unten haben wir 10'000. Das heisst, das ist 0,5041. Jetzt schreiben wir das noch fertig. Dann haben wir hier 1,42. Dann haben wir hier 2,42 plus 0,5041. Und das ist 2,9241. 2,9241. 2,9241 erhalten wir bei 1,71. Jetzt rechnen wir weiter mit 1,72. Schauen, was wir hier dabei für einen Wert bekommen. Dann haben wir 1,72 im Quadrat. Und das ist gleich 1 plus 0,72 mal 1 plus 0,72. Und das geht wiederum 1 plus 0,72 mal 2. Plus 0,72 im Quadrat, was gibt das? Wir lassen das mal kurz aussen hinten, vielleicht geht es auch ohne. Wir müssen jetzt kurz überlegen, aber wir versuchen es mal und dann können wir immer noch nachträglich eintragen. Dann haben wir hier 2 mal 0,7, das ist 1,44, dann haben wir hier 2,44. Wir müssen hinten das mitnehmen. Gibt es einen einfachen? Nein, wir müssen jetzt eigentlich wie halb wie neu rechnen. Also machen wir doch das schnell. Dann haben wir hier 70 und 2. Dann haben wir hier 2, 2. 70 mal 70 ist 4900. Plus 2 mal 70. Stimmt das? Ja, genau. 140 plus. Und das 2 mal plus 4, das geht 4900. Plus 280. Plus 4 geht 1184. Das durch 10'000. 1184.
5184, genau. Dass der 10.000 geht plus 0,5184. Genau, jetzt sind wir wieder richtig unterwegs und jetzt haben wir da 2,9584. Also wir kommen da unserer Lösung schon wesentlich näher. Und vielleicht mit 1,73 haben wir dann unsere Lösung und sonst rechnen wir noch kurz weiter, bis wir definitiv dort sind, wo wir sein sollten, zwar bei der Wurzel von 3. 1,73 im Quadrat, was geht das? Das ist 1 plus 0,73 mal 1 plus 0,73 und das ist wiederum 1 plus 0,73 mal 2 plus 73 Hundertstel im Quadrat, was geht das? Das rechnen wir hier kurz aus. Dann haben wir 70 plus 3 mal 70 plus 3 und das ist 4900 plus 210 mal 2 plus 9 geht 4900 plus 429, das ist wiederum 5329. Und das geht halt durch 10.000, geht 0,5329 und mit dem haben wir auch schon den Wert für 1,73 im Quadrat, das ist nämlich 1 plus 1,46 plus 0,5329 und das ist 2,46 plus 0,5329 und das ist wiederum 2,9929, also mit 2,9929 sind wir schon sehr nah an der Lösung und darum können wir auch den Wert 1,73 als gute Annäherung nehmen für Wurzel von 3, das heisst Wurzel von 3 ist ungefähr 1,73. Und mit dem haben wir unsere Wurzel bestimmt.